Was geht ab, meine Z-Fighter, Osiris hier? Und in letzter Zeit kam vermehrt die Frage auf, ey Osiris, was kommt denn eigentlich nach dem dreijährigen Jubiläum? Ist auf jeden Fall eine berechtigte Frage, denn ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sowohl auch viele neue Spieler mit Dokkan Battle angefangen haben, also Anfänger hinzukamen, aber auch die Älteren, die vielleicht mal das Game ein paar Wochen zur Seite gelegt haben, wieder angefangen haben und sich jetzt fragen quasi, was kommt denn danach, wie kann ich meine Zone sparen etc. Der Frage werden wir uns auf jeden Fall stellen. Wir gehen dabei darauf ein, wie die Reihenfolge in JP aussah, denn wir wissen ja, das japanische Game, das japanische Dokkan Battle kam eigentlich zuallererst raus. Das globale Dokkan Battle kam 6 Monate nach Release des japanischen, aber das Intervall, in dem die Events momentan rauskommen, sind nicht mehr wirklich 6 Monate, sondern ich schätze es eher auf 4 Monate, weil wir Global in Global auf jeden Fall gut aufgezogen haben. Natürlich so große Events wie das jetzige momentan, die Celebration 3-Jährige, die hat ja einen festen Zeitpunkt, einen festen Termin. Das ist dann natürlich in 6 Monate Intervall, aber die ganzen Events, die wir uns ansehen werden, kommen mehr oder weniger in den nächsten 4 Monaten. Und die alten Eisen werden sich wahrscheinlich fragen, ja jetzt. Was ist denn eigentlich jetzt mit dem 250 Millionen Download Banner? Ja, da gibt es ja auch noch was, das 250 Millionen Download Banner. Wann können wir damit rechnen? Das werden wir uns auch auf jeden Fall noch anschauen, aber wir müssen erstmal auf eine Basis sprechen. Dementsprechend würde ich sagen, fangen wir erstmal mit der ganzen Reihenfolge an, was uns nach dem dreijährigen Jubiläum erwartet. Nämlich momentan aktuell sind wir ja mit dem Ginyu Force Member. Ginyu Force, wisst ihr Bescheid, sie sind ab jetzt permanent online, Freunde. Sie sind immer da im Spiel, sie werden nie offline gehen. Sie wechseln sich an den Tagen ab, an denen ihr das hier seht. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, so wie sie hier aufgereiht sind. Also Montag anfangen mit Bartha, am Ende Freitag haben wir die Kuhm. Am Wochenende sind die ganzen Stages natürlich auch online, alle Stages, alle 5 Charaktere, aber dort droppen nicht die Charaktere. Unter der Woche können auch die Charaktere droppen. Wenn ihr zu den Boys mehr Bescheid wissen wollt, ein genaues Guide, Link ist in der Beschreibung. Und auch wenn ihr euch fragt, wie ihr sie dupen sollt im Dupe-System, Link ist ebenso in der Beschreibung. Die Medaillen bekommt ihr aus den Missionen, ja. Ihr müsst bis zu 30 Mal eine Stage machen von den Jungs und dann bekommt ihr die Awakening-Medaille. Und wenn ihr dann alle auf 100% gebracht habt, bekommt ihr aus der Mission LR Ginyu. Warum braucht man dieses Team eventuell, werden wir auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Nämlich beispielsweise, das ist das beste Free-to-Play-Team auf jeden Fall. Aber man braucht sie für das ein oder andere Extreme-Awakening. Kommen wir gleich zurück zu sprechen. Aber, boom, was ist denn das jetzt? Ja, wir kennen die Reihenfolge in JP. Das ist bewusst, aber wir kennen auch die Reihenfolge in Global, denn in Global machen sie gerne mal ihr eigenes Ding, sie ziehen Sachen vor, hinaus, etc. Jetzt haben wir eigentlich, in JP war das so, ich werde trotzdem mich an die Reihenfolge in Japan Dokkan Battle halten und ich werde auch nur wichtige Events nennen, Dokkan Events, an sich Events, Extreme Circuit und so weiter und so fort. Die kleinen Sachen lassen wir aus weg, wir konzentrieren uns auf das Wichtige, damit es nicht allzu lange wird. Aber Ultra Instinct Goku kam eigentlich in Japan Dokkan Battle erst nach dem, also im zweiten Anlauf, im zweiten Banner, erst nach dem dreijährigen Jubiläum mit Jiren. Heißt, dieses Banner hatten wir schon. Jetzt ist die Frage, kommt nach dem dreijährigen Jubiläum? Das dreijährige Jubiläum geht, by the way, bis zum 13. August. Also wir sprechen hier von Mitte August. Und ich schätze, Mitte August bis Ende August kommt dann ein neues Banner. Und die Frage ist, wird etwas vorgezogen? Könnte sein, wird was vorgezogen? Werden wir gleich sehen. Die kommen im Banner. Oder wird dir quasi etwas Neues hinzugefügt, nämlich womit ihr eventuell rechnen könnt und ich mich freuen würde, wäre Battlefield. Battlefield 2.0. Battlefield 2.0 gibt es im globalen Dokkan Battle auch nicht, um es kurz zu erklären, ist ein weiterer Modus, ein sehr cooler Modus. Unter anderem kann man sich aus diesem Modus weitere LR Ginyu Force Dupes holen, die dann momentan in Global bekommt nur einen aus der Mission, aber auch LR Metal Cooler in der Zukunft und auch physisch LR Ginyu. Battlefield war damals in JP eine Beta, kam bis jetzt nicht in Global, warum soll es jetzt ausgerechnet kommen? Denn das Battlefield ist die Version 2.0, wie ihr hier seht, und Version 2.0 ist etabliert, ist keine Beta mehr, kommt in JP aktuell auch zum 5. Mal und das kam auch nach dem dreijährigen Jubiläum, also hoffe ich, dass eventuell Battlefield 2.0 oder bin gute Zuversicht, dass endlich mal Battlefield 2.0 kommen sollte, denn das ist quasi der Modus, das ist keine Beta mehr gewesen, das ist jetzt etabliert, das ist quasi, wenn ich so sagen war, Standard, denn das kam schon jetzt mittlerweile zum 5. Mal im japanischen Dokkan Battle, also rechne ich so in, nach dem dreijährigen Jubiläum Mitte August, circa Ende August, auf jeden Fall mit Battlefield 2.0. Alright, dann kam Super Saiyan 3 Goku Extreme Z Awakening zurück, Extreme Z Battle zurück, muss man nicht drüber sprechen, wissen wir alle Bescheid, zusammen mit diesem Banner hier, er ist selbst gefeatured, das sind die Extreme Z Banner und dann mit Broly und Golden Freezer, weil sie quasi Typenvorteil gegen ihn haben. Ansonsten haben wir dann danach Thales. Jetzt ist die Frage, Thales kam eigentlich in JP nicht direkt nach dem dreijährigen Jubiläum, denn wir haben ja gesehen, da kam ja erst eigentlich Ultra Instinct Goku. Wird Thales jetzt direkt nach dem dreijährigen zu uns kommen? Dann würde er quasi vorgeschoben werden. Könnte sein, oder nimmt man sich da ein bisschen Zeit mit Battlefield 2.0 und schmückt da etwas anderes hinzu. Etwas anderes
wäre 250 Millionen Downloads beinahe. Merkt es euch ganz kurz, Freunde. Wir werden am Ende nochmal zurück zu sprechen kommen. Ich will nochmal am besten erstmal alles durchgehen, damit wir da aus einem Standpunkt ausgehen. Also wir sind auf jeden Fall, Thales wird kommen. Ich schätze Zeitraum September eigentlich ein. Ende August, September, so um den Dreh, wenn das der Fall sein sollte. Thales auf jeden Fall eine super Unit. Danach, nach Thales ihm direkt kam das Extreme Z Battle von Full Power Freezer mit seinem Extreme Z fast Banner. Das ganze Banner sieht so aus. Extreme Battle von Freezer, da er war anfällig, beziehungsweise die Planet Namek Saga Kategorie war sehr effektiv gegen ihn. Und wenn ihr euch die Genie Force holt bis dahin, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, kommt ihr gut zurecht. Level 1 bis 30 solltet ihr auf jeden Fall schaffen mit dem Team, denn das ganze Team ist sehr effektiv gegen das Extreme Z Battle von Full Power Freezer. Ich würde auch empfehlen, dann quasi dennoch den Namek Gohan als Leader zu nehmen, bis das Ganze kommt quasi, werden wir es aber nochmal besprechen, warum Namek Gohan und nicht Ginyu Force, weil Namek Gohan vom Strength Type ist, Typenvorteil hat und sehr effektiv Schaden gegen ihn macht, deswegen nimmt ihr da quasi Namek Gohan als Leader, er ist ja der Planet Namek Kategorie Leader und die ganze Ginyu Force gehört ja auch zu der Kategorie. Apropos, für den Extreme Saiyan Free-to-Play Gohan, der aus Namek, holt ihn euch auf jeden Fall, denn wir werden euch nachher drauf zu sprechen kommen, ihr könnt zwar das Ginyu Force Team, ist ein Free-to-Play-Team, auf LR-Events nutzen, wie das von LR Goku und LR Freezer. LR Freezer-Kampagne müssen wir dann auf jeden Fall auch ansprechen, kam auch in den Zeitraum, mehr oder weniger, bisschen später eventuell, und da war auch die Ginyu Force-Charaktere sehr effektiv, beziehungsweise haben die erhöhte Drop-Rate gehabt, jedoch ist es ja ein Free-to-Play-Event, und da kann man nur Free-to-Play-Charaktere nehmen, die aus einer Stage droppen, und der Ginyu, LR Ginyu, droppt aus einer Mission, also kann man ihn nicht als Leader nehmen, deswegen empfehle ich auf jeden Fall allen, die das Ginyu Force-Team sich holen, auch auf jeden Fall Gohan zu holen, falls ihr es nicht gemacht habt, denn diesen Gohan benutzt ihr dann sowohl als beim Extreme-Event als Leader, könnt auch Ginyu benutzen, so ist nicht, aber bei den Free-to-Play-Events, LR Goku, LR Freezer, müsst ihr auf jeden Fall, könnt ihr nur Gohan als Leader nehmen, denn der LR Ginyu droppt aus einer Mission und gehört nicht zu dem Pool der Charaktere, die Free-to-Play sind und aus einer Stage droppen. Anyway, danach kam LR Beerus ins japanische Dokkan Battle. Ich rechne hier, was sind wir für einen Zeitraum ungefähr? Zeitraum September. LR Beerus kam zurück zusammen mit dem ganzen Beerus-Event, mit dem Story-Event, wo ihr quasi Rage Vegeta erwecken konntet. Und den Beerus genauso. Das ist eben ein Double Red Banner, in dem er kam. Wie gesagt, LR Beerus können wir auf jeden Fall auch rechnen. Nach LR Beerus kam dann wieder zurück Extreme Z Battle von Broly zusammen mit seinem Extreme Z Fest Banner. Und dann kam, worauf wahrscheinlich sehr viele gehypt sind, Super Saiyan Blue Evolution Vegeta in Global. Auf der globalen Seite sollten wir quasi, ich will mal sagen, in Zeitraum September, schräglich Oktober sagen, also Oktober bis September. An September bis Oktober können wir eventuell mit ihm rechnen. Ich denke dann eher schon so eher Mitte September. Es sei denn, meine Freunde, wie gesagt, nochmal ganz wichtig, was ich euch sagen will. Ich gehe hier von der JP-Timeline aus, wende es quasi auf die globale an. Aber wir wissen, das globale Glück kann auch total Sachen vorziehen, hin und her schieben und so und so fort. Denn so Universal Survival Banner, die wurden gerne vorgeschoben. Ja, best Beispiel Ui Goku. Und da haben wir noch diese Lücke nach dem Dreijährigen direkt. Wenn diese Banner selbst, die wechseln sich im 3-Wochen-Schnitt ab und deswegen gehen wir quasi immer, rechne ich immer quasi 3 Wochen drauf und nenne euch deswegen diese Zeiträume. Super Saiyan Blue Evolution Vegeta auf jeden Fall eine sehr coole Unit. Zusammen mit ihm kam nicht nur er selbst, sondern Jiren kam auch zurück, aber mit seinem Awakening, mit seinem Dokument, neuer Charakter Dispo. By the way, ich werde auf die Banner-Inhalte nicht ganz genau eingehen. Ich will nur euch zeigen, was genau danach kommt, denn das Banner, im Banner-Preview, wenn das später dann kommen sollte, werden wir es genauer ansehen, damit wir das Ganze kompakt haben, was genau uns erwartet. Extreme Z-Fest der Familien kam ja mal, Trio kam, war auch ganz nett auf jeden Fall, man mitnehmen, sind in dem Fall, als sie kamen, hat man sie Free-to-Play bekommen durch Barbershop-Währungen und ja, kann man auf jeden Fall mitnehmen, X7Z Battle, gab es ein paar Stones, die Units danach sind auch solide, sind nicht schlecht zu reden auf jeden Fall und so sah ihr Banner aus quasi, waren ja, Banner für sie, 3x30 Stones, also für Multi, aber danach kam, boom, unser Urvater LR Bardock in seinem LR-Banner, gefolgt von LR, also Prime Battle vom LR Agility Trunks, Free-to-Play, wie gesagt, bei dem Free-to-Play-Events, bei den Prime-Battle-Events der LR-Charaktere braucht ihr ein Free-to-Play-Team, deswegen würde ich nur empfehlen, den Ginyu Force zu farmen, weil mit dem Ginyu Force-Team seid ihr auf jeden Fall sehr gut gedeckt bei solchen Events. Zeitgleich, er kam zeitgleich oder mehr oder weniger davor, entweder ein bisschen danach mit Physisch Future Gohan, auch auf jeden Fall eine solide Unit. Er ist nicht schlecht, die Kategorie ist die Future-Kategorie, da in seinem Banner war auch Tech Vegeta Blue mit dabei, also Tech Vegeta Blue wird sein Comeback feiern mit Super Saiyan 3 Bardock, wenn das Ganze kommen sollte. Hier sind wir dann ungefähr im Zeitraum Oktober bis November, Oktober-November befinden wir uns gerade, in dem dieser Dude kommen sollte, falls wie gesagt nicht vorgeschoben wird. Nach ihm kam dann das Extreme Battle vom Cell, Cell danach wirklich eine solide Unit, kann man auf jeden Fall mitnehmen und ja, so sah sein Banner an der Stelle aus, weil wir wissen, Endcharaktere sind effektiv gegen ihn und genau, aber auch die Future Saga. Dann ganz kurz, boom,
das eingeblendet. Warum kam das? Das kam zu. Das war ja quasi das SSR-Garantiert-Ticket. Da haben wir Tickets bekommen, haben garantiert ein SSR bekommen. Weil das kam zu den neuen Summon-Animationen. Möchte ich ganz kurz erwähnen, damit wir es nicht vergessen. Summon-Animationen, wenn sie nicht vorgezogen werden. Ich hoffe, sie werden vorgezogen. Weil sowas könnte man eigentlich vorziehen, easy. Zusammen mit Friend System eventuell, hoffentlich. Kam in dem Zeitraum, damit wir es so einschätzen können. Wie wären hier quasi immer noch Zeitraum Oktober, beziehungsweise eher gen Ende Oktober. Und dann kam LR Mighty Mess zusammen mit dem Underworld-Charakteren, aber die hatten wir schon, könnten höchstwahrscheinlich ihr Comeback feiern dann in Global, muss nicht zwingend sein, mir ist hier wichtiger dann LR Mighty Mess auf jeden Fall, er kam zum allerersten Mal gefeatured in seinem Banner und nach LR Mighty Mess kam wohl wirklich eines der Geheimnissen, denn es ist kein anderer als Full Power Goku. Full Power Goku, wir befinden uns quasi jetzt im Zeitraum November auf jeden Fall, sei es Anfang November, Mitte November, eventuell auch gern Ende November jedenfalls. Deswegen haben wir Bescheid, bis Zeitraum November. Full Power Goku kam zurück. Und nach Full Power Goku kam das Tanabata-Kampagne. Die Tanabata-Kampagne, so hieß das im japanischen Okamel. Die ist eine Kampagne, eine Celebration im japanischen Zeitraum. Aber ihr merkt schon, wir befinden uns jetzt eher gern Ende November. Heißt, das könnte eventuell, oder sogar Zeitraum Dezember, könnte bei uns eventuell eine das Weihnachtsbanner sein. Letztes Jahr war es ja bei uns Ultra Instinct Goku. Das könnte ich mir für dieses Jahr vorstellen. Denn in diesem Banner war nicht nur Full Power Goku, sondern auch LR Vegeta und LR Gogeta haben ihr Comeback gefällt. Problem bei diesem Banner ist, die Rates sind verdammt nochmal geringer als sonst. Normalerweise haben wir Dokkan Fest 105% Featured Rate. Hier sind es nur 3 mit 12 gefeaturten Units. Schwierig hier was zu ziehen, aber ihr merkt schon, ist auf jeden Fall so eine Sache, wo es könnte halt legit unser Christmas Banner sein, falls da nichts Neues Job. Also vom Zeitraum her würde es auch passen. Danach kam das XYZ von Ultimate Gohan. Sein Banner sah folgendermaßen aus. Auf jeden Fall eine solide Unit. Super Battle Road 2 kam raus mit den Kategorien, mit den neuen Kategorien und mit dem neuen LR Goku. Hier befinden wir uns quasi im Neujahr, würde ich mal sagen, auf der globalen Seite. Könnte ich mir gut vorstellen, dass sie zum Neujahr dann Super Battle Road 2 herausbringen. Und gefolgt von dann, wo wir aktuell momentan im japanischen Okamel sind. Und wir sehen schon, ihr merkt schon, wir sind jetzt quasi, wir haben jetzt August, der August hat angefangen und wir reden hier von, sage ich mal, ja, ungefähr vier Monaten Unterschied sind wir dann quasi aktuell mit dem japanischen Okamel, was die Banner anbelangt. Denn momentan ist der C21 mit unser MVP online und dann werden wir quasi, wenn das in Globale kommt, im Neujahr, Zeitraum Januar. So, Freunde, aber jetzt zu der Frage aller Fragen. 250 Millionen Downloads, Banner, wann kommt das, beziehungsweise für alle, die neu da sind, was ist das überhaupt? So ein 200 Millionen Downloads Banner ist ein Banner, wo sehr, sehr viele Units gefeatured sein werden. Das ist das 200 Millionen Global Download Banner. Die Download Banner kommen zeitgleich, bis jetzt war das so im globalen, also auch im japanischen Lokal Battle. Die Sache war folgendes, dieses Banner hier, also diese Banner kommen, wenn man eine gewisse Anzahl an Downloads erreicht hat, das Spiel sowohl Global als auch JP, und das ist wirklich ein spezieller Banner, denn das ist ein Ticket-Banner. Diese Tickets, die bekommt man, die Tickets, wenn man in einem gewissen Zeitraum Dragonstones verballert hat, beziehungsweise verschwendet hat, um es besser zu sagen. Pro 50 Dragonstones, die ihr verbraucht habt, bekommt ihr ein Ticket. 50 Dragonstones, nicht für Banner an sich, egal im Spielverbrauch, für irgendwas Stamina in einem gewissen Zeitraum, den wir noch nicht wissen. 50 Dragonstones sind gleich ein Ticket. Mit diesem Ticket könnt ihr in diesen Banner sammeln. In diesem Banner sind sehr, sehr viele Units, sehr viele Dokkan Festival Units. Deswegen warten auch sehr viele auf das Banner. Die Frage ist, wann kommt es? Warum erwähne ich jetzt ausgerechnet jetzt? Weil über die letzten Monate diskutiert man da, wann das Banner denn erscheinen könnte. Man redet jetzt aktuell von einem 250 Millionen Banner. Und viele sagen, ja, über die letzten Monate in der Community auch, fand ich ein bisschen schade, ich habe das nie angesprochen, denn viele haben gesagt, ha du, jetzt, im JP endet eine Celebration, zeitgleich wie auf Global, heißt jetzt kommt 250 Millionen Download Banner. Das ist in den letzten 6 Monaten gefühlt, hat man das jeden Monat gesagt, aber Freunde, es ist nicht so. Ja, ich warte nicht auf sowas. Momentan Celebration enden auch zeitgleich, ja, das Jubiläum und die Fighters Collaboration JP, also Jubiläum Global JP Collaboration, aber das ist für mich kein Indiz, dass das Download Banner kommt, weil das ist gefühlt die letzten Monate genauso gewesen. Man hat damit argumentiert, ich habe euch gesagt, ey, worauf ich warte ist entweder aus den V-Jump Scans Leaks, wo man dann weiß, weil davor war das so, bei diesem Banner war das so, man hat davor schon gewusst, in welchem Zeitraum man was ausgeben musste, damit man Tickets bekommt, ist ja auch Logo, damit man Bescheid weiß. Mit Zwecks ausgeben, das lohnt. Aber auch dieses Banner kam letztes Jahr nach dem zweijährigen Jubiläum. Nach dem zweijährigen Jubiläum kam direkt danach das 200 Millionen Download Banner zusammen mit Vielfachen Goethe und Omega Shonen. Diese beiden Jungs wurden dann vorgezogen, kamen aber zeitgleich sowohl JP als auch Global. Bei uns war die Legende of To Be Released dann. Und
Das ist dann für mich auf jeden Fall ein wichtiger Indiz und das ist auf jeden Fall das erste, was ich in dem Video anspreche, denn ich habe quasi mehr oder weniger auf so ein Indiz gewartet, was mehr oder weniger handfest ist, ist im Endeffekt nicht, wir spekulieren hier nur, aber warum ist es handfest? Denn das kam damals nach dem 2-jährigen Jubiläum und momentan haben wir das 3-jährige Jubiläum und da kamen die 200 Millionen Download-Banner. Heißt, ich rechne damit, dass eventuell das 250 Millionen Download-Banner nach dem Jubiläum kommt. Wenn es nach dem Jubiläum nicht kommt, Freunde, dann müsst ihr auf jeden Fall noch eine lange Zeit drauf warten, bis es kommt. Warum? Denn wir sprechen hier alle von 250 Millionen Download-Banner. Wir wissen die Anzahl nicht genau, wie viel wir momentan stehen. Aber was ist, wenn die Entwickler Akatsuki oder Bandai auf 300 Millionen Downloads warten? Wenn das der Fall ist, dann müssen wir auf jeden Fall noch lange warten. Warum spreche ich 300 Millionen Downloads an? Warum nicht Step by Step? Denn der letzte Step davor war 150 Millionen. Ist auf jeden Fall berechtigt, aber man könnte auch meinen, du, das kam nach dem 2-jährigen Jubiläum, 2-jähriges, 200 Millionen Download, jetzt haben wir 3-jähriges, 300 Millionen Download. Ist reines Wirrwarr-Spekulation, das am Ende, jetzt gebe ich euch recht, aber damit ihr da auch denkt, dass man auf jeden Fall auch auf 300 Millionen Downloads warten könnte, wie gesagt, reine Spekulation. Was mir wichtig ist auf jeden Fall, ist, wenn es demnächst wirklich passieren sollte, dass entweder die 250 Millionen Downloads kommen oder die 300 Millionen Download-Banner, dann nach dem Jubiläum. Wenn nicht, müsst ihr auf jeden Fall noch lange Zeit drauf warten, Freunde. Aber anyway, so viel dazu zum aktuellen Stand in Globe und was ihr demnächst erwarten könnt bis zum Ende des Jahres, bis zum Neujahr. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich hoffe, ich kann euch aushelfen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal. Peace.